Hey, Drax! Was soll das? Du machst hier Müll! Entschuldigung! Drax, und das, nachdem wir letzte Woche das Thema Müll extra mit einem Film mit dir in einer der Hauptrollen behandelt haben. Apropos Müll, du riechst ein bisschen streng. Wieso? Naja, du weißt schon, dein unfreiwilliger Abgang in den Papiercontainer, auch der riecht nicht immer gut. Ich glaube, du verträgst ein heißes Bad mit entsprechender Körperpflege. Igitt! Ja, es wird sein müssen, Drax. So können wir dich nicht mehr unter die Kinder lassen. Und Körperpflege ist sowieso ein sehr gutes Stichwort, denn das ist unser Sachunterrichtsthema. Das heißt, wir werden den Kindern gleich zeigen, wie du, Drax, deine Körperpflege machst. Wow! Ich als Star! Na, das wird sich noch herausstellen. Ja, unser heutiges Thema im Sachunterricht heißt der Körper. Und wir schauen uns diesen Körper gleich einmal an. Zunächst in der Gesamtaufnahme. Und jetzt schauen wir mal langsam von oben weg, was wir da alles Interessantes sehen. Ganz oben sitzt der Kopf mit vielen Haaren, mit vielen interessanten Organen daran. Das Auge dient für dich zum Sehen. Mit dem Mund nimmst du deine Nahrung auf, mit den Zähnen beißt du diese. Mit der Zunge schmeckst du. Durch die Nase atmest du und riechst auch. Mit dem Ohr hörst du. Und ganz oben in deinem Kopf sitzt das Gehirn. Und dieses Gehirn steuert alles, was dein Körper macht. Schauen wir uns dann weiter unten an. Unter dem Kopf kommt der Oberkörper. Mit Brust und Bauch und den Gliedmaßen der Arme. Unterhalb des Bauches setzen die Beine an, mit den Füßen, mit den Zehen. Nicht zu vergessen, bei den Armen gibt es natürlich die Hände und die Finger. Das Skelett stützt deinen Körper, damit er nicht in sich zusammenfällt. Es besteht aus Knochen. Und damit Knochen gesund und stark sind, sollst du bei deiner Ernährung Kalzium und viele Vitamine für die Knochen, vor allem Vitamin D, zu dir nehmen. So viel zunächst mal vom Körper. Und jetzt muss der Drax dran glauben. Drax, Drax. Ja, sage mal, Drax, du liegst schon im Bett. Ich hab dir doch gesagt, heute musst du deine Körperpflege machen. Los, komm, mein schwarzer gefiederter Freund, ab zur Körperpflege. Muss das wirklich sein, Richard? Ja, Drax, ich hab's dir doch gesagt. Ui, 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 ich armer Rabe. Drax, du bist kein armer Rabe, du bist ein schmutziger Rabe. Und jetzt komm her, jetzt kommst du hier auf diesen ganz bequemen Sessel. Drax, jetzt wird's ein bisschen feucht. Irgendwie schaust du jetzt aus wie ein begossener Pudel, Drax. Also, ich finde das gar nicht lustig. So, Drax, und damit du wieder schön trocken wirst, wirst du jetzt geföhnt.
Du brauchst dich gar nicht so zu schütteln, Trax. Die Körperpflege war bei dir wirklich schon lange fällig. Und sei mal ehrlich, du hast es überlebt. Aber wie? Nun, ehrlich gesagt, Trax, du schaust jetzt viel sauberer als vorher aus. Also aber wie, das passt jetzt so gar nicht. Aber mittlerweile, du freust dich ja sicher auch schon auf unsere Fortsetzungsgeschichte, oder? Na klar! Ich liebe es, wenn dieser kecke Rabe hier mal den Schnabel nicht offen hat, weil er vor lauter Spannung gerne zuhören möchte. Und ich werde ihn jetzt natürlich nicht auf die Folter spannen, nicht wahr, Trax? Okay. Drittes Kapitel. Pippi spielt Fangen mit Polizisten. In der kleinen Stadt wurde es bald bekannt, dass ein 9-jähriges Mädchen allein in der Villa Kunterbunt wohnte. Die Tanten und Onkel der Stadt fanden, dass das durchaus nicht ginge. Alle Kinder müssten doch jemanden haben, der sie ermahnt. Und alle Kinder müssten in die Schule gehen und rechnen lernen. Und darum bestimmten alle Mütter und Väter, dass das kleine Mädchen in der Villa Kunterbunt sofort in ein Kinderheim solle. Eines schönen Nachmittags hatte Pippi Tommy und Annika zu Kaffee und Pfefferkuchen eingeladen. Sie deckte zum Kaffee auf der Verandatreppe. Da war es so sonnig und schön und alle Blumen in Pippis Garten dufteten. Herr Nilsson kletterte am Verandageländer rauf und runter. Und hin und wieder reckte das Pferd sein Maul vor, um einen Pfefferkuchen zu kriegen. »Wie schön es doch ist zu leben«, sagte Pippi und streckte ihre Beine weit von sich. In dem Augenblick kamen zwei Polizisten in voller Uniform durch die Gartentür. »Oh«, sagte Pippi, »ich muss heute wieder einen Glückstag haben. Polizisten sind das Beste, was ich kenne, gleich nach Rhabarbergrütze.« Sie ging dem Polizisten entgegen und strahlte vor Freude über das ganze Gesicht. »Bist du das Mädchen, das in die Villa Kunterbunt eingezogen ist?« fragte einer der Polizisten. »Im Gegenteil«, sagte Pippi, »ich bin eine ganz kleine Tante, die in der dritten Etage am anderen Ende der Stadt wohnt.« Pippi sagte das nur, weil sie einen Spaß machen wollte. Aber die Polizisten fanden das überhaupt nicht lustig. Sie sagten, Pippi solle nicht versuchen, Witze zu machen. Und dann erzählten sie, gute Menschen in der Stadt hätten dafür gesorgt, dass Pippi einen Platz in einem Kinderheim bekomme. »Ich hab schon einen Platz in einem Kinderheim«, sagte Pippi. »Was sagst du? Ist das schon geregelt?« fragte der eine Polizist. »Wo ist das Kinderheim?« »Hier«, sagte Pippi stolz, »ich bin ein Kind und das hier ist mein Heim, also ist es mein Kinderheim. Und Platz habe ich hier, reichlich Platz.« »Liebes Kind«, sagte der Polizist und lachte, »das verstehst du nicht. Du musst in ein richtiges Kinderheim und brauchst jemanden, der sich um dich kümmert.« »Kann man in eurem Kinderheim Pferde haben?« fragte Pippi. »Nein, natürlich nicht«, sagte der Polizist. »Das habe ich mir gedacht«, sagte Pippi düster. »Na, aber Affen?« »Natürlich nicht, das musst du doch verstehen.« »Ja«, sagte Pippi, »dann müsst ihr euch von woanders her Kinder für euer Kinderheim besorgen. Ich habe nicht die Absicht, dahin zu gehen.« »Aber begreifst du nicht, dass du in die Schule gehen musst?« sagte der Polizist. »Wozu muss man in die Schule gehen?« »Um alles Mögliche zu lernen, natürlich.« »Was alles?« fragte Pippi. »Vieles«, sagte der Polizist. »Eine ganze Menge nützlicher Sachen. Zum Beispiel Multiplikation, weißt du, das 1x1.« »Ich bin gut 9 Jahre ohne Blutimmigration zurechtgekommen«, sagte Pippi. »Da wird es auch weiter so gehen.«
Ja, aber stell dir vor, wie unangenehm es für dich sein wird, so wenig zu wissen, wenn du mal groß bist. Vielleicht fragt dich dann jemand, wie die Hauptstadt von Portugal heißt, und du kannst keine Antwort geben. Doch kann ich eine Antwort geben, sagte Pippi. Ich antworte nur, wenn es so verzweifelt wichtig für dich zu wissen ist, wie die Hauptstadt von Portugal heißt, dann schreib doch direkt nach Portugal und frage. Ja, aber glaubst du nicht, dass es dir unangenehm sein würde, dass du es nicht selbst weißt? Kann schon sein, sagte Pippi. Manchmal würde ich manchmal abends wach liegen und fragen, wie in aller Welt heißt die Hauptstadt von Portugal? Naja, man kann ja nicht immer nur Spaß haben, sagte Pippi und stellte sich ein bisschen auf die Hände. Übrigens war ich mit meinem Papa in Lissabon, fuhr sie fort, während sie noch auf den Händen stand. Denn auch so konnte sie reden. Aber jetzt sagte einer der Polizisten, Pippi solle nicht glauben, dass sie machen könne, was sie wolle. Sie habe mit ins Kinderheim zu kommen, und das augenblicklich. Er ging auf sie zu und griff sie am Arm. Aber Pippi machte sich schnell los, tippte ihn ein bisschen an und sagte, »Fang mich!« Und ehe er sich's versah, hatte Pippi einen Sprung auf das Verandageländer gemacht. Mit ein paar Sätzen war sie oben auf dem Balkon, der über der Veranda war. Die Polizisten hatten keine Lust, ihr auf dem gleichen Weg nachzuklettern. Sie liefen ins Haus und in das obere Stockwerk hinauf. Aber als sie auf dem Balkon waren, war Pippi schon halb auf dem Dach. Sie kletterte ungefähr so, als ob sie ein Affe wäre. Im Nu stand sie oben auf dem Dach first und sprang schnell auf den Schornstein. Unten auf dem Balkon standen die beiden Polizisten und rauften sich die Haare. Und auf dem Rasen standen Tommy und Annika und schauten zu Pippi hinauf. »Ist das lustig, fangen zu spielen!« schrie Pippi. »Und wie nett von euch herzukommen! Auch heute habe ich meinen Glückstag, das ist klar!« Nachdem die Polizisten eine Weile überlegt hatten, gingen sie eine Leiter holen, die sie gegen den Hausgiebel lehnten. Und nun kletterten sie hinauf. Zuerst der eine und dann der andere, um Pippi herunterzuholen. Doch sie sahen etwas ängstlich aus, als sie auf dem Dachfirst ankamen und auf Pippi zubalancierten. »Habt keine Angst«, rief Pippi, »es ist nicht gefährlich, nur lustig.« Als die Polizisten noch zwei Schritte von Pippi entfernt waren, sprang sie schnell vom Schornstein runter und unter Geschrei und Gelächter lief sie den Dachfirst entlang zum anderen Giebel. Ein paar Meter vom Haus entfernt stand ein Baum. »Jetzt tauche ich«, schrie Pippi, und dann sprang sie direkt in die grüne Baumkrone hinunter, hängte sich an den Ast, schaukelte ein bisschen hin und her und ließ sich schließlich auf die Erde fallen. Und dann lief sie zum anderen Giebel und nahm die Leiter weg. Die Polizisten hatten etwas verdutzt ausgesehen, als Pippi sprang. Aber noch verdutzter, als sie auf dem Dachfirst entlang zurückbalanciert war und die Leiter wieder runterklettern wollten. Jetzt wurden sie furchtbar böse und riefen Pippi, die unten stand und sie anschaute, zu, sie solle sofort die Leiter wieder hinstellen, sonst würde sie etwas erleben. »Warum seid ihr so böse?« fragte Pippi vorwurfsvoll. »Wir spielen ja bloß Fangen, und da soll man sich doch vertragen, finde ich.« Die Polizisten überlegten eine Weile und schließlich sagte der eine mit verlegener Stimme. »Also hör mal, willst du nicht so nett sein und die Leiter hinstellen, dass wir runterkommen können?« »Klar will ich das«, sagte Pippi und stellte die Leiter sofort hin. »Und dann können wir wohl Kaffee trinken und es uns ein bisschen gemütlich machen.« Aber die Polizisten waren wirklich hinterlistig. Denn sobald sie unten waren, stürzten sie sich auf Pippi und schrien, »Jetzt kriegst du's aber, du abscheuliches Ding!« Aber Pippi sagte, »Nein, jetzt habe ich keine Zeit mehr weiterzuspielen, obwohl es ja ganz lustig ist, das gebe ich zu.« Und sie packte die beiden Polizisten am Gürtel
und trug sie den Gartenweg entlang durch die Gartentür auf die Straße hinaus. Da setzte sie sie ab und es dauerte eine ganze Weile, ehe sie so weit waren, dass sie sich bewegen konnten. »Wartet mal!« rief Pippi und lief in die Küche. Sie kam mit ein paar Pfefferkuchenherzen zurück. »Wollt ihr probieren?« fragte sie freundlich. »Es macht wohl nichts, dass sie ein bisschen verbrannt sind.« Dann ging sie zurück zu Tommy und Annika, die mit weit offenen Augen dastanden und nur staunten. Und die Polizisten beeilten sich, dass sie in die Stadt zurückkamen, und sie erzählten allen Müttern und Vätern, Pippi wäre nicht richtig für ein Kinderheim geeignet. Sie sagten nichts davon, dass sie oben auf dem Dach gewesen waren. Und die Mütter und Väter meinten, es wäre wohl am besten, Pippi in der Villa Kunterbunt wohnen zu lassen. Und wenn sie in die Schule gehen wollte, könnte sie ja selber dafür sorgen. Pippi und Tommy und Annika hatten einen richtig gemütlichen Nachmittag. Sie setzten das unterbrochene Kaffeetrinken fort. Pippi stopfte 14 Pfefferkuchen in sich hinein und dann sagte sie, »Die waren nicht das, was ich unter richtigen Polizisten verstehe. Nee, viel zu viel Gerede von Kinderheim und Blutimmigration und Lissabon.« Dann hob sie das Pferd von der Veranda und sie ritten alle drei auf ihm. Annika hatte zuerst Angst und wollte nicht, aber als sie sah, wie viel Spaß Tommy und Pippi hatten, durfte Pippi sie auch auf dem Pferderücken heben. Und das Pferd trabte im Garten herum, immer rundherum, und Tommy sang, »Hier kommen die Schweden mit Krach und Radau!« Als Tommy und Annika abends ins Bett gegangen waren, sagte Tommy, »Annika, findest du es nicht schön, dass Pippi hierher gezogen ist?« »Klar, das finde ich«, sagte Annika. »Ich kann mich nicht mal erinnern, was wir vorher gespielt haben, bevor sie herkam. Erinnerst du dich?« »Klar, wir haben Croquet und all sowas gespielt«, sagte Tommy. »Aber ich finde, es ist viel lustiger mit Pippi und mit Pferden und Affen.« »Schon wieder aus?« »Nun, Trax, bei Pippi Langstrumpf Fachen wär's eh so, dass ich immer ein ganzes Kapitel lese. Das ist eigentlich wie eine fertige Geschichte. Aber nächste Woche gibt's wieder ein neues Abenteuer mit Pippi Langstrumpf.« »Hurra!« »Und Trax, das war's eigentlich schon wieder für heute. Hast du noch einen coolen Spruch zum Abschied?« »Musst du nachdenken. Ich weiß, du hast schon so viele tolle Sprüche in den letzten Folgen gesagt. Aber einer geht noch.« »Einer geht noch, einer geht noch rein.«